Ja, es sollte ja das Spiel des Jahres für die Fußballdamen von Borussia Brandenburg werden. Ihr DFB-Pokalfight gegen Hohen Neuendorf. Doch am Ende blieb sehr viel Ernüchterung. Die Enttäuschung steht den Fußballerinnen der Borussia ins Gesicht geschrieben. Mit 0:7 hatte es eine ordentliche Klatsche gegeben. Die Hoffnungen hatten sich nicht erfüllt. Ich denke, wir haben alles gegeben. Leider war heute nicht mehr drin. Wir haben wirklich gegen starken Gegner gespielt, habt ihr gemerkt. Tempo ist ganz anders. Trotzdem haben wir gegengehalten, haben versucht, lange offen gespielt. Bis zum 2:0 war es ganz gut. Dabei hatte es vor knapp 200 Zuschauern zu Beginn des Spiels noch ganz gut ausgesehen. 30 Minuten hielt das Abwehrbollwerk der Brandenburgerinnen gegen die spielerisch starken Hohen Neuendorferinnen. Bis dato war das Auffälligste die Verletzung der Gästespielerin Denise Grumpf, die sich ohne Fremdeinwirkung schwer am Knie verletzt hatte. Unsere Bilder beweisen es. Die Brandenburgerin hatte vorher klar den Ball gespielt, also kein Foul. Die Gästespielerin schrie vor Schmerzen und es dauerte schon ein bisschen lange, bis endlich Trage und medizinische Versorgung eintraf. Es musste ein Krankenwagen gerufen werden und die verletzte Spielerin kam ins Brandenburger Klinikum. Am Abend Entwarnung, sie konnte im Mannschaftsbus wieder mit nach Hause fahren. Zurück zum Spielen. Nach diesem Standard fiel das 0:1 in der 33. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhten die Hohen Neuendorferinnen schließlich noch auf 2:0. Das war bei der Gluthitze schon eine Art Vorentscheidung. Zumal bei den Brandenburgerinnen nach vorne so gut wie gar nichts lief. Das musste auch der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Werner Jumpertz erkennen, denn der sah in der zweiten Halbzeit fast nur noch Einbahnstraßenfußball. Und das machte sich dann auch in Toren bemerkbar. Es fielen das 0:3 und kurz danach das 0:4, wobei man sagen muss, dass die Borussia-Torhüterin Ladewig noch die beste ihres Teams war, bevor es dann auch mal endlich einen Eckball für die Brandenburgerinnen gab. In der Schlussphase der Begegnung hatte das Brandenburger Team dem höherklassigen Gegner nichts mehr entgegenzusetzen. Die Tore fielen jetzt wie reife Früchte. 0:5, 0:6, 0:7. Dazwischen aber noch eine tolle Parade der Brandenburger Torhüterin. Leider fiel nicht einmal ein Ehrentor für die Borussia, die gegen den starken Gegner keine Chance hatte. Und das musste auch Brandenburgs Coach Stefan Ristow in seinem Resümee anerkennen. Ja, eigentlich war es klar, dass man mit so einem Ergebnis rechnen muss. Eine Mannschaft, die zweite Liga spielt im Frauenfußball, da geht es schon ganz anders lang, wird schnell gespielt, hat man gemerkt, wir sind immer einen Schritt zu spät gewesen. Aber ich denke, auch wenn 7:0 ein klares Ergebnis ist, haben wir ein Top-Spiel gemacht, hier kämpft die Mannschaft. Wir waren dabei, es ist ein Riesenerlebnis, viele Zuschauer gewesen. Ja, wir haben uns nicht aufgesteckt, wir haben immer weiter geackert und gekämpft und denke, damit bin ich trotzdem zufrieden. Dennoch, es war ein großer Tag für den Brandenburger Frauenfußball. 1.000 Euro Prämie für das Erreichen der ersten DFB-Pokalhauptrunde hatte es vom DFB gegeben. Die nehmen sich natürlich bescheiden aus im Vergleich zu den Männern, die dafür 100.000 Euro kassieren. Man war aber dabei und hat Lehrgeld bezahlen müssen.